Meine Freundin hat sich Spaghetti Carbonara von mir gewünscht und ich bin mir heute so lieb und koche für sie. Unser Nudelwasser kocht bereits, da kommt jetzt schön ordentlich Salz rein. Die Nudeln kommen dazu, natürlich ohne diese zu brechen. Beim Speck könnt ihr entweder Pancetta nehmen oder Guanciale, je nach Geschmack. Jetzt den gleichmäßigen Würfel schneiden. Der Speck braucht 5 Minuten und wir brauchen eine halbe Kelle Nudelwasser für später. Zum Nudelwasser kommen 4 Eigelben. Der Speck ist auch schön kross, genauso muss es sein. Zu der Nudel-Eiermischung kommt noch ein gutes Stückchen Käse, am besten Pecorino. Ein bisschen schwarzer Pfeffer darf aber gerne dazu. Fuck, mein Hochmelder geht an. Jetzt nur noch vermischen das Ganze und ich will von keinem in den Kommentaren lesen, wo ist die Sahne. Sahne hat dann nichts verloren. In der Pfanne habe ich noch ein bisschen Saft vom Speck und da rein kommen die Nudeln jetzt. Die Speckwürfel dazu, das soll gemeinsam erhitzt werden. Räumt beim Kochen auf, Leute. Egal wie gut ihr sonst kocht, die Frau wird nur an die dreckige Küche denken können. Am Ende nur noch alles kombinieren und wichtig, Hitze wegnehmen, sonst stoppt das Ei. Guten Appetit und macht das Plus weg für mehr Rezepte.